Willkommen zurück. Wir sind natürlich wieder in 7 Days. Wir sind jetzt aber auch kurz vor der Horde. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Holz gehackt da. Über 5000 haben wir einstecken. Eigentlich über 6000. Na, fast. Ich habe hier vorne, das sieht man jetzt gerade nicht, aber ich habe noch so ein kleines Dach rüber gebaut, damit sie da nicht mal alle hochspringen. Und ansonsten, Gamesale sind wir 100, wissen wir, Level 52 und Gegner haben wir 2203. Bin mal gespannt. Und wenn wir hier vielleicht noch ein bisschen... Schaden kann es jetzt nicht. Hier vorne hatten wir ja schon alles aus. Ja, ja. Damit sie sich da vielleicht nicht so schnell durchbrechen. Ein bisschen Schaden hat das Ganze hier ja schon gekriegt, sehe ich gerade. Aber es geht auch gleich los. So. Ja gut, das kommt durch die Kotze der Polizisten. Ich gehe sowieso jetzt mal davon aus, dass anfangs wieder ein Großteil in die Sprengs rennen wird. Wundert mich ehrlich gesagt auch nicht bei der Menge, die wir da hingezimmert haben. Aber die Horde wird wohl klappen. Und hoffen wir mal, dass sie jetzt diesmal nicht hochspringen, weil jetzt haben sie eigentlich ein Dach davor. So, dann hätten wir auch. Vielleicht sieht man es ja hier. Ich hätte mal Eisen mitnehmen sollen, aber... Da hier sieht man, hier sind so die Platten. Da komme ich jetzt nicht hin, weil die Spikes da sind, aber ich habe da so Platten vorgemacht. Damit sie dann nicht mehr so hochspringen können. Wäre zumindest mal wünschenswert. So, und ansonsten, wir haben ein bisschen Munimate, aber das habt ihr ja gesehen, die wir eingesteckt haben. Ich repariere nochmal kurz durch hier. Besser ist das. Reparieren können wir auch, dafür haben wir alles dabei. So, ist auch alles nachgeladen. Das, sehr schön. Wir können ja jetzt notfalls auch noch ein bisschen weiter nach hinten stellen, wenn es zu viele werden und sie so wegsnipern. Ja, kriegen wir schon hin. Bin da morgens gespannt. Skillpunkt haben wir aktuell keinen. Ich hoffe ja, dass wir zumindest 2 bis 3 machen. Habe ich aber so meine Zweifel. Wir brauchen mittlerweile verdammt viel EP. Aber weht schon. Zumindest haben wir jetzt alles mal aus Beton. Die Gitter sind schon aus Stahl, ne? Ja, ja. Damit sie nicht mehr auf die Idee kommen, sich irgendwie durchzugraben. Obwohl, beim letzten Mal hat es relativ gut geklappt. Aber wir werden es sehen. Es geht auf jeden Fall jetzt los. 5 kleine Ingame-Minutes noch. Und dann passt es. Gut, 4, 3. Bin nur mal gespannt, wo sie kommen. Wahrscheinlich erstmal hinten. Wie schon so ein paar Mal. Die Horde Nummer 5 ist eröffnet. Na schön. Oh, sind sie im Anmarsch? Doch, kommen sie. Jo, die machen, wie gesagt, erstmal Spike knutschen. Dim. Und die Treppe sollte ja jetzt auch ein bisschen besser halten, ne? Ne, Lady? Mach mal ab mit hier. Ich will keiner. Dim. So, ein paar Ferale sind ja auch dazwischen. Tag der Herr. Tschüss, der Herr. Und nochmal. Gut, die Jungs sind ein bisschen robuster. Dim. Da haben wir unser Level up. Aber wie es aussieht, kommen sie jetzt auch ein bisschen besser hoch. So, Gamesale sind wir jetzt gleich 102. Schön. Dim. Da. Irgendwie mag ich die Mucke bei der Horde. Sag mal, war das alles, was von vorne kam? Oder der Rest versucht hier durch die Specs zu kommen. Hallo! Und tschüssi! Sagt er tschüss! Du auch! Dim. Wir sind jetzt noch keine Polizisten, das kann sich noch ändern. Komm, die Geier kommen auch nicht rein. Warten wir gerade ein. Dip. Hallo Stevie. Dim. Diesmal finden sie aber auch besser den Weg. Das war schon mal gut. Hallo Captain Luftboxer. Ja gut, lassen wir mal ein bisschen Luftboxen. Soll ja auch seinen Spaß haben, ne? Gut gemacht. Dim. Da ist der Nächste am Luftboxen. Hallo. Stevie, du hast deinen Kopf hier fallen gelassen. Oh, bis hier steht sogar noch der größte Teil des Spikes. Ist eigentlich ganz hübsch, ne?
Dim, dim. Komm, du lebst noch, wo gerade Sorgen. Stell dich nicht so an, simulier nicht so viel, komm her. Da geht's Spikebar. Okay. Dim, dim. Na, rutsch, 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 rutsch. Schön. Ja, zumindest gibt es bis jetzt mehr EP als beim letzten Mal, aber die Horde hat ja auch erst angefangen. Dachte her. Ein paar Fleischis wären auch mal nicht schlecht, ne? Die geben immer so schön viel EP. Oder ein paar Schreckenswölfe. Habe ich nichts gegen einzuwenden? Dim, dim, dim. Jo, macht mal Spikebaden. Schön, wie er langsam runtersinkt. Und stirbt dabei. Schön. Dim, 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 dim. Hallo, Jiggy. Dim, dim. Team, auch bis jetzt auch noch alles harmlos. Dankeschön. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Das Gute ist, dadurch kriegen wir natürlich immer wieder EP, ne? Dadurch, dass ich sterbe. EP, ich meine Ausdauer. Loot. Ah, Forge. Sehr schön. Können wir vielleicht auch irgendwann mal den Chemietisch selber bauen? Na, der Herr? Dim, dim. So, ich kann nicht genau sagen, wo, aber irgendwo oxidieren sie hier in den Spikes rum. Ach, Lady? Dim, dim, dim. Aber gesprungen ist bis jetzt keiner mehr. Das scheint zu funktionieren. Dim, dim, dim. Alle Mochi! Hier! Nein, 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 nein. Meins, 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 meins. Danke. Oh, ist der Biker in den Spikes versunken? Das tut mir aber leid. Dim, dim. So, warte mal kurz. Ist das okay? Das haben wir schon. Das kannst du mal kurz lehnen. Ah, hallo Grause. Okay, eine Ahnung, wo genau. Wahrscheinlich hängen sie da unten alle fest. Wirklich wär's. Sieht sogar fast aus, ja. Da unten hängen sie alle. Ey, die kommen durch die Spikes nicht durch, die Jungs. Naja, sollen wir rechts rein? Oh yeah. Da ist auch gerade jemand gestorben. Ah, noch sie geben stets auf von der 2. Dim, dim. Jungs. Ah, die haben alle gerade im spitzen Spaßbad Spaß. Die wollen gerade nicht hochkommen, da hängen sie auf fest. Vor allem kippen sie da alle reihenweise um. Die gummen gerade von hinten. Ja, von hinten ist die Base am schwächsten, weil ich nicht rankam, das zu dumm zu machen. Ah, das wird schon. Jungs, kommt mal wieder von vorne. Das macht doch viel mehr Spaß. Ja gut, dann machen sie vielleicht mal ein paar Spikes mit, weil ich muss unbedingt an die Wand dahin. Unbedingt. Irgendwann kommt doch schon mal wieder jemand hoch.
MD. Die Zombies sind halt echt geschlossen, ne? Die rennen halt von da aus, wo sie spawnen, gleich direkt auf die Base zu. Kippen da reinweise um. Ach, Jungs. Bitte. Der Mann, die kippt da ständig um. Ah, die spawnen aber immer noch von da. Irgendwann schaffen sie es. Guck mal, die Mutti in den Spikes. Das war die Mutti. Dim, dim, dim. Wir wollen hier an die Mauer rennen. Ah, jetzt schaffen wir wieder welche von vorne. Das kannst du knicken, mein Freund. Diesmal ja. Dim, dim, dim. Zack. So. Gut, ich glaube, das ist der Rest, der hier unten hockt, der hinten gespawnt ist. Dim, 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 dim. Die kippen da irgendwann um und dann kommen sie wieder vorbei. Dim, dim, dim. Tag der Herr. Loot. Oh, zweimal Robotik. Gut, Enderwechsel haben wir auch schon voll. Ich bin nur froh, dass die Base massiv gebaut ist, auch wenn sie in aus Holz ist. Aber die stürzt jetzt nicht ganz so schnell ein. Dim, dim, dim. Jetzt versuchen sie hier durchzukommen, ne? Ja. Wir versuchen sich an der Base vorbeizuarbeiten, nach vorne hin. Irgendwann schaffen sie es. Oh, guck mal, hier hinten sind gar nicht mehr so viele, bis auf der eine da. Da kommen wir ein paar. Ich wünschte nur, die würden weiter öfters da spawnen. Sag ja, ich muss unbedingt hier an die Wand ran. Oh ja, meine Hürde ist, die knüppeln sich in die Wand. Das ist natürlich auch nicht so schön. Das wird hoffentlich durchhalten bis Ende der Runde. Notfalls können wir flüchten, aber ich würde gerne Base gerne noch zwei, dreimal benutzen. Also. Ah, guck mal. Da kommt der Mob langsam nach vorne. Hier hinten sind nicht mehr allzu viele, ne, ne? Die meisten gehen schon hier durch. Ach, der Herr! Hallo, Manni! Loot! Haben wir schon zweimal Vehikel? Das ist gut. Ich glaube nicht, dass wir in zwei Stunden jetzt hier so viel kaputt hämmern können. Aber da ist halt nur Cobblestone, ne? Dim, dim. Ja, ich glaube, hier hinten sind wirklich nicht mehr so viele. Ich glaube, die gehen hier alle durch. Ja, guck, hier sieht man schon, die bahnt sich einen Weg. Langsam aber sicher. Na, Hannes? Hannes, halt mal still. Oh, jetzt kommen die ersten Kotztüten. Okay. Relativ spät. Woran ist der Herr eben gestorben? Junge, das gehört sich nicht. Trapp hier an mit, das ist ja widerlich. Der kotzt ja wie ein Weltmeister.
der ist gerade geplatzt, ne? Ist ja ekelhaft. Mach mal einen Abflug hier, ich hab Hunger. So, den Esma. Gemüsesuppe hatte ich vorhin beim Holzhacken schon gegessen. Du kommst da nicht hoch, kannst du knicken. Ach komm. Wie gesagt, bei der Seite müssen wir unbedingt was machen. Ich kam da jetzt bloß nicht ran und wollte nicht alle Spikes weghauen. Vielleicht war es ein Fehler, aber ich glaube, mehr als zwei, drei Blöcke haben sie da nicht rausgehauen. Ich glaube, die haben die Lust verloren. Und die sind genau unter mir. Ach gut, aber wir haben nur noch eine Stunde. Die kriegen die Base nicht zum Einschutz, das glaube ich. Dim, dim, dim. Blut. Ah, guck mal. Zweimal jagen. Ne, Holzbogen. Quali 3. Gut, Bögen war's. Entschuldigung. Dim, dim. Ich bin ganz froh, dass wir den Boni aus Beton gemacht haben. Aber sonst wären sie, glaube ich, leichter durchgekommen. Schön. Aber es sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Gleiche Runde vorbei, jetzt gehen wir eh runter. Dim, dim, dim. Loot. Nein, Loot ist weg. Okay. Eine Schuldvehikel. Dim, dim. Und Rinder. Was mit der Treppe läuft eigentlich ganz gut. Klingt aber ehrlich gesagt, das kann natürlich täuschen, als wenn sie genau unter mir sind. Aber ich glaube, das werden wir gleich sehen. Ding, ding. Wenn das hier gleich zusammenbricht, dann müssen wir ein bisschen laufen. Nein, 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 nein. Alter, der kann um die Ecke kotzen. Das ist seine Schuld. Gut, Erntewerkzeug haben wir immer noch voll. Fahrzeuge, Streunschaufel und was ist das? Intelligenzmod. Okay. Na, Lady? Da kommt der nächste Gübelhannes. Der hat wortwörtlich die Spikes gesprengt. Okay. Na, Lady? Dim, 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 dim. Aber ehrlich gesagt, levelmäßig, doch hat er wieder die Spikes gesprengt. Ja. Ist das gar nicht mehr so viel P, was wir kriegen, ja? Das liegt an den Spikes. Aber gut, immerhin ein Level. Hallo Bobby. Wir hatten noch nicht einmal eine Ärzte, ne? Fällt mir gerade auf. Hatten wir überhaupt schon eine Ärzte mit der Hunde? Ich weiß es gar nicht. Aber ist jetzt eh vorbei. Göbel Hannes. So, überlebende 5 Flugmunde abgeschlossen. Wie schön. Aber lass uns mal hoch da. Oben waren sie natürlich gar nicht. Das hat bestens funktioniert. So. Hä?
Hey, mach einen Abflug hier. Ey, Dudel da oben, ich bin hier unten. Ein bisschen was rennt ja noch rum. Also, die Spikes haben sie gut wegrasiert. Butchie rennt noch durch. War jemand da? Ja, gut, ja, gut. Hier, zwei Blöcke. Hier haben sie ein bisschen rumgehämmert. Das kommt halt, weil es wirklich die schwächste Seite ist. Aber jetzt kommen wir ran. Jetzt kommen wir ran. Das ist gut. Autsch. Looten wir erstmal ein Ründchen, würde ich sagen. Ah, guck mal hier. Speerjäger Band 3. Speer haben eine Chance von 25% Blutungsschaden zu verursachen. Das ist auch schon mal ein Träumchen. Den haben wir hier nochmal. Sturmgewehre zweimal. Und nochmal zweimal Schrotflinten. Das ist auch gut. Du bist überlastet. Wieso sind wir denn überlastet? Weil wir so gut wie keine Muni verbraucht haben. Dafür haben wir aber unser stolzes Gefährt. Nennt sich auch Motorrad. Oh, Moment. Das hatte ich doch eingesteckt. Wo ist denn das? Dort. Bim, bim. So, die gehen wir wieder nach unten. Dann hau hier mal alles drin. Wir haben echt so gut wie keine Money verbraucht. Das ist nicht schon mal gut. Kann auch alles rein. Kommt jetzt eh zu Hause erstmal rein. Das sowieso ins Motorrad. Wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Folgen an der Base weitergearbeitet. Jetzt fahren wir erstmal ins Ödland. Ah, guck mal. Nochmal zweimal Robotik. Ein Nomaden-Outfit. Müsste ich gucken, ob ich es habe. Und nochmal eine schöne Shotskarte. Kannst gleich lesen. Danke. Ja gut, die Base und sie steht, ne? Jo. Der liegt hier irgendwie doof. So, nochmal zweimal Sturmgewehre. Ah, das M60 Quali 2 ist frei. Deutlich noch ein Säckchen. Zweimal Forge ist auch gut. Also, da müsst ihr übrigens mal ausprobieren. Ihr habt mir geschrieben, man kann die Rüstungsmods kombinieren. Also in einem Teil, was ich, zwischen einer und zweier rein oder so. Wenn das geht, wäre schon nice. Ich habe es bloß nicht gemacht, weil es ging nie. Also in den ganzen Alphas zuvor konnte man nicht zwei Rüstungsmods, sondern ein Ausrüstungsteil machen. Wenn das hier jetzt geht, wäre schon nice, ne? Okay, Nahrung. Das wären aber auch alle, ne? Die Schatzkarte ist da vorne. Wir haben jetzt allerdings keinen Rüstungsdingsbums gefunden. So, warte mal kurz. Die Horde ging doch jetzt relativ fix. Hätte ich auch nicht gedacht. Hau mal alles rein, was geht. Den gucken wir mal kurz. Challenge hier. Überlebe 5 Blutmonde. Gib immerhin nochmal 5000 EP. Mehr hatten wir aber auch nicht fertig, ne? Nein. Den haben wir natürlich einen Punkt gekriegt. Dann machen wir jetzt hier vom Landleben rein. Haben wir die 3 voll. Dann kriegen wir zumindest die volle Ernte raus. Schön. Und ich bin am Überlegen, ob wir nicht den Schatz noch mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, der ist nicht weit weg. Und schnell gemacht ist das Ganze auch. Dann können wir danach mit ruhigem Gewissen ins Ödland fahren. Und Platz haben wir auch ein bisschen. Gamesage immer noch 102, alles klar. Was hatten wir nicht an Zombies? 2003, da sollten wir, naja, knapp über 300 Zombies. Das ist doch gut. Es kommen sowieso später wieder die Horden, das geben wir ja schon mit hier gefühlt 600 Zombies oder so, das kommt. Das kennen wir. So, die ist hier im Böning-Biom. Alles klärchen. Weil ich meine, wir haben dafür das passende Werkzeug, ne? Spreen haben wir hier. So geht's doch relativ schnell. Obwohl, ich glaube, die Schaufel ist schneller.
Vielleicht ist das so dein Eindruck. Ich habe Eindruck, die Schaufel ist schneller. So, aber das ist auch definitiv hier unter mir. So, hier ist er doch. Wie viele Dietriche haben wir? Gerade mal 4? Wir bohren. Tut mir leid. Ein bisschen laut, ja, aber wir bohren. Halt. Der ist doch schon auf. Nicht kaputt bohren. Okay, Geld und jede Menge Money. Besuch. Küchenmesser. Was kann's auch sein? Ja, ist ja gut, mein Freund. Das ist moin, Schatz, den kriegst du nicht. Halbi, auch du kriegst nix. Werd erstmal erwachsen. Ach so, Ina. Das ist hier Ruhmgelände. So, dann haben wir den mitgenommen. Fahren wir erstmal nach Hause. Räumen aus und. Geht denn wohl da ins Ödland? Mal kurz gucken. Hier wohnen wir. Do lang. Na, ja, natürlich. Ach, Junge, das ist nicht dein Ernst. Das Ding ist voll. So. Ja, das hat doch gepasst. Haben wir den gleich mitgenommen? Haben wir den nicht wieder über? Das ist doch schön. Hode hat mit Bravour geklappt. Wir haben den Vorteil, dass wir jetzt endlich mal hinten an die Wand drankommen. Dann können wir sie auch gleich ein bisschen stabiler machen. Damit sie gar nicht erst wieder auf dumme Ideen kommen. Und hier machen wir natürlich auch weiter. Aber eins nach dem anderen. Es muss umgehen. Jedes Jumpt erstmal das Ösland dran. Darauf freue ich mich aber auch schon. Bin gespannt, wie es da abgeht. So. So, mein Freund. Einen Moment. Benzinkorn drin. Das kann raus. Und das kann auch sonst alles raus. Erstmal was. Dem ist doch glatt das Holz ausgegangen. Okay, machen wir gleich. Wir sind gerade leicht voll. Schmeiß erstmal rein, was passt. Hier genauso. Zutaten haben wir, glaube ich, gar nicht so viel. Nö, nö. Wir haben ganze ein Ei hier. Fleisch haben wir aber auch nur noch 10. Wir werden arm so langsam. So, überschüssige Muni weg, obwohl ich überlegen bin, im Ödland, wollen wir gleich mal gucken, lieber 2 Sticks mitzunehmen. Das Ödland ist nicht ganz ohne. So, ein paar Ports drin, Baumaterialien drin, der mit drin, Mods, da kann der erstmal drin. Warte mal kurz gucken. Hier, da gehört Stoll mit rein. Ora bleibt am Mann, definitiv. Dim. So, die können rennen. Und das Geld, das wollen wir eh verkaufen. Kümmern wir uns gleich drum. So, das hier einmal kurz raus.
Sprit bleibt drin. Was brauchen wir zum Tanken? War das vorher schon so? In dem. So, das kann rein. Das kann rein. Einmal kurz zur Medizin. Erstens, das rein. Zweitens lassen wir hier von mal 5 hier. Und wer gerinnt, das geht im Verkauf. Das geht hier mit drin. Das geht ein paar Ports mit drin. So, jetzt will ich mal kurz was gucken. Wir können es ja jetzt alle einzeln locken. Wenn ich hier einen zweiten mit reinmache. Die Tabletten. Hier an die Seite unterm Essen extra lege. Das geht eigentlich. Und den Bohrer. Ne, das finde ich hier besser, ehrlich gesagt. Wenn das so untereinander liegt. Dann weiß ich, was zusammengehört. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt selber bestimmen können. Was für Locken. So, das ist natürlich nett. Finde ich viel, viel besser so, sag ich ganz ehrlich. Warum ist der jetzt? Den brauchen wir nicht mehr. Sind unsere Sachen gelockt? Das werden wir mit verkaufen. Verkaufen wir aber gleich im Ödland. Müssen wir eh hin zu dem Guten. Und Skillpunkte haben wir verteilt. Jo, ich freue mich drauf. Gut, dann verabschiede ich mich von euch. Selbstverständlich geht es hier weiter in der nächsten Folge mit Ödland. Das dachte ich mir. Ich wollte hier einmal kurz gucken, wie stabil das ist. Ja, ja, da müssen auch unbedingt Punkte rein. Damit wir nicht mehr so viele Kids brauchen. Gut. Dann knalle ich hier noch einmal Holz rein. Der muss weiterlaufen. Wir brauchen noch mehr Beton. Ah, ist ein bisschen viel. So, dann kann noch ein bisschen Zement machen. Warte mal, braucht der noch Holz? Oh, der hat eigentlich noch, der hat eh nichts mehr zum Einschmelzen. Hier, hau Rest raus. Da gucken wir aber einmal kurz. Ein bisschen Eisen haben wir nämlich noch und ein bisschen Lehm braucht er auch wieder. Das hier muss nämlich auch weiterlaufen. Ist jetzt nicht so viel. Hat auch erstmal genug. Juhu. Schön. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.